Hi zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Bevor ich jetzt das Ganze starte, habe ich noch kurz zwei Sachen zum Klären. Erstens, für diejenigen, die mich jetzt zum allerersten Mal sehen, ich mache eigentlich überhaupt nicht solche Hair-Tutorial-Videos. Das ist jetzt wirklich eine Ausnahme, weil ich so einen Insider mit meinen Fans habe. Die schicken mir nämlich immer mein Lieblings-Haarspray. Mein Gott, Tobi. Und da habe ich gar nichts dagegen, das könnt ihr immer gern wieder weitermachen. Auf jeden Fall, don't judge me wegen dem. Zweitens, es gibt immer diese Klugscheißer, die meinen, yo, Vincent, du hast ja voll die Haare von Justin Bieber kopiert und so. Nein, habe ich nicht. Und für diejenigen, die mir jetzt nicht glauben, hier der Beweis. Wir schreiben den 18.04.2015. Vincent Groß machte sich frischfröhlich auf den Weg, um bei der Fernsehshow Hello Again gegen vier weitere Newcomer anzutreten. Während er seinen Siegersong performte, wurde dieses mysteriöse Foto geschossen. Es zeigt ihn mit dieser Frisur, blauen Jeans, weißem T-Shirt und schwarzem Jäckchen. Erst Monate später erschien Bieber mit ein und derselben Frisur in seinem Musikvideo von What Do You Mean? Plot Twist. Zudem hat er in diesem Musikvideo auch die gleiche Kleiderkombo an. Haben also die Stylisten von Justin Bieber an jenem Samstagabend um 20.15 Uhr Hello Again geschaut? Und haben sie seine Frisur kopiert? Man wird es nie wissen. So viel zu dem Thema. Auf jeden Fall starte ich jetzt mal das Video. Viel Spaß! Also, allgemein zu meiner Frisur kann ich sagen, das Frisieren an sich ist eigentlich nur einer der kürzeren Parts, sondern das längste ist, meine Haare trocken zu bekommen und deswegen filme ich das Ganze jetzt mal nicht, sondern mach das in Schnellformat. Also ich gehe mal ganz kurz, wasche mir die Haare und dann legen wir los. Ich habe jetzt hier schon mal so eine Basis trocken geföhnt. Jetzt, was ich so für meine Frisur immer mache, wenn es noch ein bisschen nass ist und wenn ich auch im Film bin, ein bisschen Haarschaum. Nicht so viel, sonst wird es nachher irgendwie so ein bisschen fettig. Aber ein bisschen geht immer schon mal so für das Volumen. Und dann nochmal einführen. So, jetzt seht ihr schon, wenn ich nichts bis auf den Schaum drin habe, dann fliegen die Haare schon in alle Richtungen. Sieht dann ein bisschen aus wie eine Karte von den Backstreet Boys, wenn ich hier so einen Mittelscheitel mache. So soll es auch sein. Die Seiten sind bei mir alle 6 mm und sagen wir mal, meine rechte Seite ist doppelt so lang wie die linke. Und so muss das auch sein. Das sieht voll creepy aus, irgendwie so. Wie so ein mittelalterlicher Hofnarr, der keine Ahnung hat, wie man hier so... Alter, die sind ja mega lang. Kommen wir jetzt zum Wachs. Da könnt ihr eigentlich irgendein x-beliebiges Wachs nehmen, was nicht so glänzig ist. Also ich mag es nicht, wenn die Haare so glänzen. Deswegen habe ich hier Man Oh Man Forming Paste von GOT2B. Hashtag no product placement. Dann nehme ich so ein bisschen... zwei Finger voll. Da ein bisschen Halt zu haben. So. Ich persönlich mag es lieber, wenn ich meine Haare fix habe, also wenn die mir nicht so die ganze Zeit in den Augen rumhängen, und deswegen fixiere ich das Ganze eigentlich immer mit Haarspray. Allerdings gibt es auch ein geiles Wachs, das habe ich jetzt nicht, das ist von Axe Oldschool. Das hält noch ziemlich gut, wenn ihr einfach so lockere Frisur haben wollt und das einfach so ein bisschen auf die Seite macht, und dann hält das auch. Ich mache dann immer so eine Seitenpräparation, also erst Mittelscheitel, dann haue ich hier sowas ein bisschen rein, dass das schon mal nicht in die Augen flattert. Und dann kommt so allmählich der Rest dazu. Und am Schluss machen wir das Ganze dann rüber. Und auch schön das Goldlöckchen hier so machen. Dass das auch so schön so ein bisschen ins Gesicht hängt. Aber nicht zu viel. Dann würde ich sagen, ja, das wäre die Frisur hier. So mein kleines Tutorial dafür. Geht eigentlich echt nicht lang, einfach das Haare föhnen. Da muss man durch. Vor allem bei den langen Haaren geht es immer ein bisschen länger. Ja, das war's schon wieder mit dem Video für diese Woche. Und was meint ihr? Haben Justin Bieber und sein Stylistenteam an jenem Samstagabend 20.15 Uhr die Show Hello Again geschaut und haben sie mein Outfit kopiert? Schreibt's in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche, 7 Uhr, pünktlich zum Videodienstag wieder. Macht's gut.